Ja, über myhusqvarna.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Automower zu personalisieren. Einfach hier anmelden und einloggen. Dann suchen Sie sich das Modell aus, das Sie besitzen. Hier wäre es der 320er. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, zwischen vorhandenen Motiven zu wählen oder sich Ihr eigenes Motiv hochzuladen. Wir wählen hier ein eigenes Foto aus. Dann nehmen wir gerade die zwei kleinen Jungs. Wenn das Bild fertig hochgeladen ist, rechts auf Bearbeiten und dann auf Zentrieren oder Verschieben gehen. Jetzt können Sie das Foto so platzieren, dass es am besten auf dem Meer platziert ist. Dies sehen Sie dann immer in der Vorschau. So, jetzt passt's. Aber jetzt sitzt. Hier nochmal die Vorschau. Und dann ab in den Warenkorb. Das Ganze kostet 29,90 plus Mehrwertsteuer und Versand. Jetzt können Sie per PayPal oder anders bezahlen. Hier haben Sie nochmal die Zusammenfassung, dann kostenpflichtig bestellen. Jetzt heißt es nur noch auf das zerstückelte Fotoabziehbild zu warten und dann zu montieren. Ja, das Abziehbild ist inzwischen eingetroffen. Hier die Beschriftungseinleitung, alles genau nummeriert und sortiert. Jetzt können Sie mit dem Bekleben Ihres Automowers starten. Das Ganze ist sehr einfach, dauert jedoch seine Zeit. Und so sieht Ihr fertiger Automauer aus. Mal was anderes als Baumstämme und Flaggen. Ja, weitere Infos wie immer auf robomer.de.